Sinne von Frogs und Frolics. Und hier nehmen wir jetzt ein 50er-Jahre-Kleid. Dieses Kleid ist sehr aufwendig, aber nicht unbedingt sehr schwierig. Ich zeige euch hier, wie man einen asymmetrischen Kragen näht, wie man eine Paspel einnäht. Wir haben auch diese bezogenen Knöpfe, die habe ich allerdings bei Müth gekauft. Die sind also total schön und wie alles bei Müth sehr, sehr teuer. Dann habe ich unten am Rock einen Besatz angenäht. Das dauert ewig, ist aber auch nicht schwierig und sieht wunderschön aus. Und für den Saum von unserem Unterrock habe ich dann einfach Schrägband angenäht. Das ist auch weiter kein Problem. Und hinten ist der Kragen sehr tief ausgeschnitten. Wir haben dann außerdem einen verdeckten Reißverschluss wieder. Und ich zeige euch ganz langsam, wie man Ärmel richtig gut einnäht, weil das scheint ja doch ein Problem zu sein für viele, ne? Da werde ich jetzt das Geheimnis eines perfekten Ärmels nämlich ganz schnell lüften. Wir brauchen die vordere Mitte im Stoffbruch, einmal im Obermaterial und dann im Futter. Dann haben wir die Seitenteile natürlich auch dasselbe. Und fürs Rückenteil gilt es natürlich auch, wir brauchen jeweils das im Obermaterial und im Futter. Und dann können wir schon loslegen. Wir haben außerdem diese schönen Riegel. Da habe ich außerdem eine Einlage, damit das Schwarz nicht durchguckt. Und dann brauchen wir unsere Paspel. Ich würde dir auch empfehlen, eine dickere zu nehmen. Das sieht einfach schöner aus. Und natürlich die Schrägstreifen dafür. Du musst außerdem bei deinem Ärmel markieren, vorne und die Schulter. Und die Manschetten werden einfach zusammengenäht hier an den Seiten. Die sind also super einfach. Dann haben wir den Kragen. Hier nehme ich den asymmetrischen Kragen. Du hast auch noch einen ganz normalen, einfachen Peter Pan Kragen dabei. Wir machen das jetzt asymmetrisch. Den schneiden wir auch zu aus unserem Obermaterial und dem Futter. Und hier ist das Obermaterial jetzt ein wunderschöner, schwarzer Baumwoll- und Seide-Stretch-Satin. Und ich nehme jetzt die Baumwoll-Seidengemisch als mein Obermaterial. Und da wird auch die Flisseline aufgebügelt, damit das alles ein bisschen mehr Stand hat. Für meinen Rock mache ich Folgendes. Der Unterrock wird aus dem Tellerrock genäht, der an der Taille ganz flach ist. Da brauchen wir hinten zwei Teile, vorne eins im Bruch. Und für das Obermaterial haben wir dann den weiteren Tellerrock. Und den brauchen wir auch wieder. Zwei Teile für hinten und einen für vorne. Und dadurch ist das dann schön flach. Als erstes wird die hintere Mitte und die Seitennähte abgekettelt, Futter und Obermaterial und dann zusammengenäht. Hier bringe ich jetzt den Reißverschluss ein, nachdem die hintere Mitte geschlossen ist. Du kannst das natürlich auch wie bei meinem goldenen Kleid aus derselben Serie, den musst du nur in der Playliste gucken, anschließend die hintere Mitte schließen. Das geht auch. Ich zeige euch also beide Möglichkeiten. Beim Futter kannst du die Seitennähte einfach abketteln, aber die hintere Mitte, da müssen die Nähte auseinandergebügelt sein, damit das schön flach liegt, wenn der Reißverschluss drin ist. Und weil so ein Tellerrock sich ja fürchterlich aushängt, dort wo wir den 45 Grad Winkel haben, stecke ich jetzt erstmal oben an der Kante alles zusammen und hänge das für ein paar Stunden auf. Und dann hängt sich das schön aus und ich kann das gradieren und schmaler schneiden. Es ist natürlich schöner, wenn man das machen kann, wenn der Rock schon fertig ist, aber mein Model war in Virginia und ich war ja nicht da, also musste ich das ganze Kleid fertig nähen, bevor es dorthin geht. Das Futter muss auch kürzer geschnitten werden, weil wir das natürlich nicht wollen, dass das vorguckt. 3 cm reichen da völlig aus und dann wird das Ganze vom Unterrock mit dem Strichband eingefasst. Es dauert zwar ewig, ist aber weiter nicht schwierig. Für den Besatz, den wir unten am Saum aufnähen, da musst du einfach nur gucken, bei deinem Tellerrockschnittmuster, wie weit will ich das haben? Und dann schneidest du das ab, plus 1 cm Nahtzugabe und schneidest das im Bruch zu und dann werden beide Teile an der Seitennaht hier zusammengenäht. Und dann hast du einen riesigen Kreis, Nähte auseinanderbügeln. Und damit wir die obere Kante gut einschlagen können, musst du jetzt einen Faden hier füßchenfrei, du kannst einen ganz großen Stich nehmen, einmal rundherum. Bei mir
dehnt sich der Stoff, da hätte ich das jetzt nicht unbedingt einschnipsen müssen, aber bei einem Stoff, der sich nicht dehnt, rundherum bis zu dieser Stichlinie das Ganze einschnipsen. Und dann lässt sich das nämlich wunderbar einfalten und man hat da keine Probleme, das hinzukriegen. Dann legst du diesen Kreis auf deinen Rock drauf und zwar so, dass die Stoffoberseite von dem Besatz auf der Stoffunterseite von dem Rock liegt. Und du kannst hier sehen, das ist in meinem Studio, das ist also wahnsinnig viel, was ich da jetzt anstecken musste, mal rundherum. Dann wird das Ganze angenäht, die Nähte zurückgeschnitten und jetzt nähen wir den Oberstoff auf die Nahtzugabe. Das ist also genau andersrum, wie wir es sonst normalerweise machen. Und ich nehme eine ganz normale Stichlänge dabei und nähe das hier auf. Und dann habe ich eine ganz, ganz schöne Kante, die sich sehr leicht bügeln lässt. Und hier kannst du sehen, da ist die Stichlinie, die ist natürlich von außen nicht zu sehen. Und im Anschluss an das Bügeln kann ich dann die Kante einschlagen und stecken. Und weil ich ja diese Nahtlinie habe, weiß ich genau, aha, da muss ich es einschlagen, gerade so, dass man sie nicht sieht. Das ist eine ganz einfache Methode, das wirklich toll hinzukriegen. Und dann nähe ich das einmal rundherum fest. Knapp an der Kante, bügeln und schon ist es fertig. Wenn ich sage schon, ne, dann meine ich, das dauert eine Weile. Und jetzt wollen wir oben den Rock noch einreihen, sodass der ganz fertig ist zum Annähen. Und ich ziehe das einfach jetzt erstmal an den Unterfäden, sodass sich das so ein bisschen eingereiht hat. Und dann können wir das zur Seite legen und arbeiten dann erstmal das Oberteil und den Kragen. Ich fange mal mit dem Kragen an, also wieder rechts auf rechts. Flisseline ist unten drunter, aufgebügelt, also rechts auf rechts auflegen. Und dann immer von der Seite, auf der du die Flisseline hast, nähen und den Halsausschnitt dabei offen lassen. Und das mache ich natürlich bei beiden Teilen. Ich steck mir das noch so ein bisschen und dann nähe ich einmal rundherum. Anschließend wird dann gut zurückgeschnitten. Jetzt ist es so, dass bei manchen Schnittmustern man einen Ober- und einen Unterkragen hat. Und hier habe ich das ja nicht. Aber eigentlich braucht man so einen Ober- und Unterkragen. Also, wenn ich jetzt das Ganze gewendet habe und richtig schön gebügelt, sodass wir das richtig flach haben. Übrigens hätte ich das natürlich auch hier so machen können, dass ich den Unterstoff in dem Sinne, ist ja nicht direkt Futter, ist das gepunktete, hier auf die Nahtzugabe genäht hätte und dann liegt der Kragen auch richtig toll. Das geht natürlich auch. Aber dann kommt der Schritt, den ich eben angefangen habe, euch zu erklären. Wir wollen den Oberstoff etwas länger haben als den Unterstoff. Dann rollt sich das nämlich wunderbar rum und der Kragen kommt nicht hoch. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Also so ein bisschen mit den Händen runter schieben und dann stecken. Und dann kann ich das Ganze an der Kante einmal entlang nähen. Und dadurch ist gewährleistet, dass der Kragen richtig gut liegt. Du kannst das dann wegschneiden, was übersteht, oder du kannst es stehen lassen. Wer jetzt die Nahtzugabe von einem Zentimeter gut nimmt, da braucht man das nicht wegzuschneiden. Dann wird die Einlage auf den Oberstoff gelegt, sodass mir das Schwarz nachher nicht durchguckt. Dann muss ich meine Paspel auch vorbereiten. Und zwar lege ich meine Kordel in die Mitte hinein und dann nähe ich die Paspel. Wer jetzt genau wissen will, wie man das macht, ich habe da einen Link oben in der Infobox, also oben in der rechten Ecke dieses Videos, ist ein kleines i. Wenn du da drauf klickst, dann bringt dich das zu dem Video, wo ich zeige, wie man eine Tasche abpaspeliert und da gilt dasselbe System. Die kannst du dir dann angucken. Auf jeden Fall wird der Oberstoff auch aufgelegt und in der Mitte haben wir dann die Paspel eingenäht. Und die meisten von euch, die so ein Kleid überhaupt versuchen, die wissen eh, wie das geht. Nur ganz wichtig hier ist, dass ihr keine Paspel nehmt, die zu schmal ist. Denn das sieht also viel, viel schöner aus mit einer dickeren Paspel, die du hier siehst. Und dann habe ich daneben mal die dünnere Paspel gemacht. Die habe ich nämlich bei meinem ersten Riegel genommen und dann habe ich den ersten Riegel nachher weggeschmissen und gesagt, nee, das ist nicht schön. Ich finde das breiter wesentlich schöner. Ne? Also das sieht irgendwie aus wie gewollt und nicht gekonnt mit der schmalen Paspel. Als nächstes werden dann die Teilungsnähte geschlossen. Nicht vergessen, dass beim Rückenteil jetzt der Riegel eingeschoben werden muss.
und der Riegel sollte parallel zum Seitenteil liegen. Also parallel anlegen und dann von innen stecken und dann nähen. Außerdem ist es immer richtig schön bei solchen Kleidern, wenn man dann das Ganze nochmal von oben absteppt und dabei eine etwas größere Stichlänge natürlich nimmt. Das habe ich bei dem Riegel auch gemacht. Das gibt dem noch sowas nach extra. Und gucken, dass die auch gleich sind. Also das ist echt schön. Vorne werden jetzt auch die Teilungsnähte geschlossen. Da hast du ja Schnipse auf dem Schnittmuster, die du einfach aufeinanderlegen kannst oder dass du dir das Ganze steckst, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Dann werden die Nahtzugaben zur vorderen Mitte hin gebügelt. Die braucht man hier nicht auseinanderbügeln. Ich liebe ja diesen Stretch Satin in Baumwolle, der lässt sich so leicht verarbeiten und da der so ein bisschen Stretch drin hat, passt natürlich das Kleid anschließend richtig gut. Man kann das dann so auf Figur schneiden, ich finde das so schön. Und ich habe hier noch mal ein bisschen eingeschnipst, je größer die Oberweite, je mehr einschnipsen muss man natürlich. Und beim Futter, da machen wir genau dasselbe, zusammennähen natürlich und dann wird allerdings die Teilungsnaht in Richtung der Seitennaht gebügelt und dann ist es schön flach, weil wir dann nicht so Doppelnähte aufeinander haben und du kannst dann das Ganze auch noch mal richtig schön absteppen, dann sieht es richtig gut aus. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir meistens landen bei allen Kleidern, Schulternähte schließen, beim Futter und beim Obermaterial. Und als nächstes können wir jetzt den Kragen auflegen. Und zwar hast du ja auch Schnipse für den Kragen, also Markierungen und für das Kleid. Und dann, wenn die aufeinander liegen, dann passt das alles hundertprozentig. Und nicht hier hinten 2 cm offen lassen, sondern es ist nur wirklich tatsächlich 1 cm an der hinteren Mitte. Und da, wo sich der Kragen überschlägt, musst du dir halt überlegen, oben drüber oder unten drunter. Und dann wird der Kragen so angelegt, dass du nur diesen Zentimeter am Ende stehen hast. Das ist ganz wichtig. Viele Leute, die mir Bilder schicken, da ist das nicht so. Ne? Da ist der Kragen so 2 cm weiter rüber, einfach weil sie das Ganze haben ausleiern lassen. Ne? Da muss man aufpassen. Das ist, als wenn man ein Formband annäht, so ein Kragen. Und dann wird das Futter oben drauf gelegt. Und wir nähen es zusammen und lassen natürlich diese 4 cm hier am Ende wie immer offen. Dann zurückschneiden. Und ich würde natürlich nur anfangen zurückzuschneiden, dort wo man auch genäht hat. Also nicht da, wo du noch nicht genäht hast. Das ist dann ganz problematisch, den Reißverschluss einzunähen. Und dann wird das gut eingeschnipst. Und jetzt wird das Futter wieder auf die Nahtzugabe genäht. Nicht vergessen, du musst jetzt 3 cm eher aufhören zu nähen an der hinteren Mitte, als die andere Naht ist, die du jetzt schon hast. Ne? Ansonsten kommst du nachher nicht gut rein. Dadurch rollt das dann nicht raus und sieht gut aus. Von innen haben wir 2 Stichlinien und von außen nur eine. Jetzt kann ich den Kragen schön bügeln. Und nichts guckt da raus. Also bügeln ist wie immer eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist. Jeder Schritt muss wirklich gut gebügelt sein. Ich kann das ja gar nicht leiden, wenn Leute sagen, oh, das ist mein Kleid, aber ich habe es noch nicht gebügelt. Wieso denn nicht? Immer muss es gebügelt aussehen. So, Seitennähte werden als nächstes geschlossen. Und dann werden die Seitennähte auseinander gebügelt. Also erstmal abketteln beidseitig und dann die Ärmel zusammennähen und bügeln. Jetzt können wir die Manschette vorbereiten. Rechte Seite aufeinander, einfach hochklappen, beidseitig nähen und dann etwas zurückschneiden. Ist nicht unbedingt notwendig, man kann es auch einfach lassen. Und dann so richtig die Ecken herausarbeiten, sodass sie richtig gut aussehen. Und dann wird das Ganze gebügelt. Ach, wie schön. Du kannst natürlich auch die integrierte Manschette machen. Ne? Die sieht auch toll aus.
Und jetzt habe ich mir ja angeschnipst, wo der anfängt, und zwar immer hinten am Ärmel. Das ist hinten. Wenn das nach vorne steht, dieser Schlitz, dann ist der verkehrt angenäht, ne? Der Ärmel. Und jetzt wird es einfach angesteckt von Schlitz zu Schlitz. Und es ist hierbei ganz wichtig, dass wir von der Innenseite nähen. Und dann kann ich das Ganze nochmal absteppen, damit es gut aussieht. Abketteln natürlich auch. Und jetzt ist die Manschette fertig. Dann kannst du die so hochklappen oder unten nach unten stehen lassen, so wie mein Modell das hier schöner fand. Oder auch gerade umfalten. Also da gibt es Möglichkeiten. Und jetzt nähe ich den Rock an mein Oberteil. Also ich fange an der hinteren Mitte an. Und dann markiere ich die vordere Mitte und stecke das fest. Und dann lasse ich meine eingereihten Rüschen hier wieder so ein bisschen raus, bis es dann passt. Einmal gut angenäht. Und ups, guck mal einer an. Ich mache auch Fehler. Ich habe das mal drin gelassen für euch, ne? Und es ist immer gut nachzugucken, bevor man diese Einreihfäden rausgezogen hat, weil dann muss man wieder von vorne anfangen. Das ist dann echt ein bisschen ärgerlich, ne? Und dann hier, wo der Reißverschluss drin ist, schneiden wir das einfach ein, sodass wir das runterklappen können, damit es dann flacher liegt. Und dann habe ich das Ganze auch abgekettet, denn wir haben das ja alles offen. Auf dieselbe Art musst du natürlich auch den Futterrock annähen ans Oberteil und bitte hier völlig ignorieren. Ich habe da Tüll dran, große Schnapsidee, habe ich wieder abgemacht, es war viel zu viel Volumen. Und jetzt kümmern wir uns um den Ärmel und das Armloch. Das ist ja die Sache, bei der die meisten Leute echt große Probleme haben. Also zunächst mal wird das Futter auf das Armloch gesteckt und dann würde ich das auch einmal rundherum knapp an der Kante nähen. Anschließend wirst du einen Einreihfaden hier um die Schulter, den höchsten Punkt herum, eingeben. Und zwar liegt dieser Einreihfaden genau 1 Zentimeter von der Kante, genau da, wo wir auch nachher nähen. Und dann wird das so weit eingereiht hier oben, na, eingereiht ist vielleicht nicht das richtige Wort, bis wir eine richtig schöne Rundung haben. So soll der Ärmel ja auch nachher liegen. Und der Trick ist jetzt, mit ganz viel Dampf, das, was wir hier einhalten, einzudämpfen. Und wenn es eingedämpft ist, dann ist klar, es ist viel, viel leichter, den Ärmel dann einzunähen. Es wird dir immer so vorkommen, wenn du einen Ärmel einnähst, als hast du zu viel Stoff. Aber du brauchst den Stoff, der muss da sein, um die Schulter rumzugehen. Und so kann man sich da sehr gut helfen. Und wenn es dann richtig rund ist, dann nimmst du dir den Ärmel und da, wo der Schnips ist, das gehört nach vorne, also in diesem Fall auf meinen rechten Arm. Und dann gehe ich durch das rechte Armloch durch, dann weiß ich genau, aha, das ist der richtige Ärmel. Du weißt es auch deshalb schon, weil der Schlitz von deiner Manschette nach hinten zeigen muss, ne? Und der Ärmel sollte, wenn er eingesteckt ist, dann immer leicht nach vorne hängen und nicht nach hinten. Wenn er nach hinten hängt, hast du den verkehrt rum eingenäht. Oder du musst den Schulterpunkt etwas verändern. Also erstmal eine Nadel oben an die Unterarmnaht und eine an die Schulternaht, wo die Markierung ist. Und jetzt kommt die Sache, die ganz wichtig ist. Du musst deine Finger hier so reinstecken, sodass du quasi den Ärmel über das Armloch wölbst. Das heißt, dass du da mehr Länge unterbringst automatisch. Dadurch liegt er besser. Neben der Unterarmnaht wird der Ärmel relativ flach eingebracht. Aber dieses Runden muss schon auch dabei sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann, wenn du nach oben kommst, eben umso mehr. Von der Schulternaht nach vorne hin wird wesentlich weniger eingehalten, weil man natürlich, wenn man die Arme nach vorne macht, braucht man da keinen extra Stoff. Aber von hinten ist es ganz wichtig, dass hinter der Schulternaht genügend Raum ist für deinen Arm, dass er sich bewegen kann. Also hinten ist mehr einzuhalten und es ist in der Regel schwieriger, das einzustecken. Aber wenn du das gut eingedämpft hast, und du das rundest, während du es einsteckst, solltest du da weniger Probleme haben. Auf gar keinen Fall den Ärmel stramm ziehen. Sehe ich immer wieder bei Leuten. Ich kann das sehen, die schicken mir Bilder von Sachen, die sie genäht haben. Und ich denke immer,
mit dir hätte ich gerne eine halbe Stunde einfach mal einen Ärmel einstecken, damit du siehst, wie das geht. Oder die nähen dann Fältchen rein, weil sie es nicht untergebracht haben. Und wenn du das bist, ne, du bist die Fältchenfrau, dann ist einfach die Lösung deines Problems eindämpfen vorher. Den Faden ziehen und eindämpfen. Und dann gucken, fällt mein Ärmel richtig schön? Fällt der leicht nach vorne? Ist das schön rund? Und wenn es schön rund ist, tja, dann kann ich dieses Ärmelchen einnähen. Und jetzt hier ist es schon eingenäht und du kannst sehen, dadurch, dass es jetzt über der Naht liegt, die Naht muss natürlich nach außen stehen, wunderbar, jetzt wird das Ganze nochmal gedämpft. Und zwar ein Ärmel immer nur hier bügeln auf der Naht. Nie von außen den Ärmel flach bügeln. Immer nur von innen, hier an dieser Stelle. Jetzt werde ich das noch einmal abketteln. Und dann ist der Ärmel fertig. Und hier kannst du sehen, auf dieser Seite habe ich nämlich das nicht eingedämpft und habe zwei kleine Fältchen eingenäht. Und ich habe das gelassen, weil ich wollte euch mal zeigen, dass selbst als Totalprofi man das nicht so gut hinkriegt, wenn man nicht eindämpft. Eindämpfen ist die Lösung für dein Ärmelproblem. Als nächstes werden wir jetzt den Reißverschluss einnähen. Dafür habe ich ja schon viele Videos gemacht und in dem goldenen Kleid, da siehst du es ja auch nochmal. Und wir haben auch ein extra Video, ist auch wieder in der Infobox, musst du dir nur anklicken, die ist oben rechts im Video. Und dann kannst du sehen, wie das geht. Was ich dir jetzt zeigen möchte, was etwas anders ist, was ich in anderen Videos noch nicht gemacht habe, ist, dass wir jetzt das Futter an den Reißverschluss nähen. Und zwar, normalerweise wird das Futter eingeschlagen, das machen wir jetzt auch, Reißverschluss drüber. Und dann siehst du, dass der übersteht. Und da, wo er übersteht, da mache ich jetzt einfach meine Stecknadel rein. Und dann kann ich das Ganze einmal runterstecken. Das ist eigentlich relativ einfach. Hier unten wird das Futter aber wieder Kante auf Kante genäht. Ja? Nur oben mache ich das anders. Und zwar ist Futter ganz oft, einfach weil es ein anderer Stoff ist, ein bisschen zu eng am Ende. Und das will ich auch vermeiden. Und so gebe ich jetzt mir ein bisschen mehr Weite. Insbesondere dann, wenn das Futter nicht in der Taille befestigt ist. Da kannst du das ja machen. Ne? Und dann wird das angenäht und sieht super aus. Kannst natürlich nicht bis ganz runter, aber weit genug. Den Rest machen wir dann von Hand. Und jetzt machen wir genau dasselbe Spiel wie vorher auch. Ich stecke mir hier noch eine vertikale Nadel rein, weil ich nicht will, dass mein Futter sich hochschiebt. Und jetzt wird es einfach umgefaltet, wie sonst auch, und einmal glatt drüber genäht. Und dann haben wir das fertig und müssen weniger von Hand nähen. Ist auch nicht schlecht, ne? Man lernt immer was dazu. Und hier kannst du sehen, wie schön das aussieht. Also Methode, super. Und hier unten kannst du das hängen lassen oder du kannst es von Hand gegennähen. Jetzt werde ich noch mein Futter befestigen. Also einfach das Futter an verschiedenen Stellen hier annähen. In der Industrie ist es ganz oft so, dass du ein kleines Schläufchen hast, das unten nur angenäht wird, in der Nähe des Saumes, so dass da nichts hochkommen kann. Das geht natürlich auch. Ich mache es dann ganz gerne hier so an verschiedenen Stellen, aber in der Regel finde ich es eigentlich sehr schön, wenn das Futter relativ locker da drin sitzt, weil das einfach eine bequemere Passform gibt und ja, das auch nicht so eng sich anfühlt an der Taille. Und dann war ich bei Mood, diesem tollen Laden hier in Los Angeles. Mood ist super, super teuer, da gehe ich tatsächlich nur für besondere Anlässe hin. Und dieses Kleid war mir ein besonderer Anlass und habe also diese Brosche hier gekauft, die genauso viel kostet wie der Stoff. Also das muss man sich mal reintun. Und die bezogenen Chenille-Knöpfe, die ich jetzt noch annähen muss, die waren also auch ähnlich. Also die Knöpfe zusammen und die Brosche haben mehr gekostet als der Stoff fürs Kleid. Auf jeden Fall wird das einmal hier angenäht und das war's. Dein Kleid ist fertig. Dieses Kleid ist nur eine der vielen Möglichkeiten, also als Tageskleid. Du kannst das auch als Abendkleid nähen. Ich habe es hier für die Ivana genäht in einem goldenen Verbundstoff und dann abgefüttert mit Satin, also eine ganz schöne Sache.
Und es hat ihr sehr, sehr gut gefallen und sie kann das jetzt auf einer Party gut tragen. Und weil ich gerade dabei war, habe ich mir gedacht, jetzt mache ich das ein bisschen spanisch angehaucht. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe hier mit Formstäbchen gearbeitet und Seide, damit ich euch noch ein paar extra kleine Tricks zeigen kann, die ihr vielleicht auch noch nicht kennt. Du kannst natürlich auch die ganzen Videos für die Kinderkleider dir ansehen und danach arbeiten, denn die Methoden sind ja eigentlich dieselben. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuschauen. Und wenn du oben das kleine i in der rechten Ecke dieses Videos anklickst, dann kommen da die ganzen Links zu den anderen Videos und natürlich auch zu meinem Etsy-Shop. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!